So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr seht diesen Punkt und der heißt, das T-Shirt ist neu, das ist noch nicht gewaschen, aber das ist aus der letzten WrestleCrate UK Box und es ist Mittwoch. Immer wenn ich so eine WrestleCrate UK Box bekomme, versuche ich die an einem Mittwoch hochzuladen, weil am Mittwoch ja auch Raider Mittwoch ist, die Raid Mania ist, WWE Raw im Fernsehen kommt. Gut, Raider Mittwoch wird diesmal wieder am Donnerstag kommen, weil am Mittwoch auch wieder Raid-Boss-Wechsel ist. Aber wir wollen uns heute mal anschauen, was in dieser neuen WrestleCrate UK Box ist. Und ich freue mich ganz besonders wieder auf das T-Shirt, denn das vom letzten Mal habe ich jetzt extra an. Hierfür sollte ich ja machen, hat die Veronika genau drauf geguckt, dass ich das auch nicht... Veronika... Die Susi! So hieß mal ein Hund von uns, den es nicht mehr gibt. Deswegen machen wir das jetzt hier auf. Sehe, ich habe es falsch rum aufgemacht. Es liegt alles einfach im Deckel und fliegt rum. Aber ich sehe einen Bugatti und mache es nochmal andersrum auf. Das T-Shirt tue ich erstmal weg. Sieht aus wie Bret Hart. Und wir haben hier drin, was ist das? Da ist eine Puppe vom... Soll das Rob Van Dam sein? Seit wann hat Rob Van Dam so einen Bart? Hier ist eine... Ja, was genau ist das? Ja, das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Erstens, was ist das? Und zweitens, was ist das? Die ist komplett aufgeschlitzt. Ich gebe zu, ich habe gerade die Schere genommen, um den Karton zu öffnen, aber der Karton ist ja hier so zu, hier am Rand, und ich gehe mit der Schere hier dieses Stück am Rand kurz entlang. Da passt keine Puppe dazwischen und ich war oberflächlich da dran und jetzt habe ich hier eine Rob Van Dam Puppe. Man sieht es hier hinten an dem Logo, ne, man sieht es auch nicht, hier ist nämlich dieses Yin Yang Zeichen dran. Aber seit wann hat der einen Bart? Der sieht ja richtig hässlich aus. Und jetzt ist der hier hinten auch noch aufgeschlitzt. Da müsste man sofort das Geld zurückfordern, was überhaupt nicht geht. Ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll, weil das ist ja alles hier aus dem Vereinigten Königreich. Und deswegen schmeiß ich die einfach weg und dann ist gut, ne? Wollt ihr eine aufgeschlitzte Rob Van Dam Puppe? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier haben wir jetzt als nächstes einen Pin, einen Anstecker. Look into the future. The Devil's Favorite Demon. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wer ist denn das? Auf jeden Fall gibt es zwei Pins zum Collecten. Nämlich das WrestleCrate Original und das WrestleCrate Chase. Hier einmal in bunt mit brennend und sonst was dran. Hier haben wir es dann einfach in Gold komplett. Das Goldene hier ist wahrscheinlich das, was jetzt so farblos wirkt. Müsste ja eigentlich also Kane sein, oder nicht? Kane mit Maske und langen Haaren ist hier drauf als Schatten. The Devil's Favorite Dings. Weg damit. Dann aber hier einmal. In der nächsten Box gibt es ein Autogramm von Bryan Danielson. Schon mal Werbung für die nächste. Und hier steht drin, was alles hier drin ist, drauf, was hier drin ist. Denn wir haben hier noch einen Monat frei. Devi on Demand, Wrestling, as loud as we want, ne? So laut wie wir möchten, Devi on Demand, Wrestling, kann man einen Monat frei mit dem Code, der da drauf ist, schauen, gucken, habe ich noch nie gemacht, bin ich ehrlich, muss ich zugeben, jetzt habe ich hier noch Autogrammkarten drin, jetzt gar nicht mit wem ich anfange, erstmal das hier, den kenne ich nämlich nicht, das ist Effi, kennt ihr Effi? Das ist Effi, sieht aus wie Freddie Mercury, heißt Effi, ist unterschrieben hier. Ihr seht noch den Rest vom Edding, der da drauf ist. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. Ihr könnt mir ja sagen, woher der ist, in welcher Promotion der andere. Das ist, wie gesagt, nicht immer nur AEW und WWE. Das ist auch Indie-Ligen alles dabei. Wer den Effi kennt, sagt Bescheid, wie ihr den findet. So eine Mischung aus Seth Rollins und Shawn Michaels momentan, wenn ich mir die Jacke mit den ganzen Nieten und dem Zeug angucke. So, lege ich hier hin. Zeige euch das zweite Autogramm, denn das war das, was, glaube ich, angekündigt war. Wir haben einmal noch eine Autogrammkarte von Booker T. Die sieht auf jeden Fall fett aus. Guckt euch die an. Booker T. Dieses Feuer, dieses Brennen, dieses Lodern, was dahinter ihm ist, plus die Unterschrift hier oben. Eine Booker T Autogrammkarte.
Dann müsste hier in dieser Rolle natürlich noch ein Poster sein. Da haben wir also das Poster auch mal raus. So. Ein Poster von... Ach nee. Ein Poster von Shinsuke Nakamura. Nur in weiblich. Also die Asuka. Das ist Asuka. So, wir halten die hier fest. Wir können sie nicht festhalten. Seht ihr Asuka mit der Maske, die sie gerade abgenommen hat? Das ist auf jeden Fall eine gute Ware. Ich war letztens mal im Rewe mit meiner Mutter noch, da mal geguckt. Da gibt es ja immer die Power Wrestling Zeitschrift, die ich damals als Kind immer gelesen habe. Mal bei einem Gewinnspiel 100 Ausgaben kostenlos gewonnen habe. Aber wenn ich sehe, was sie mittlerweile daraus gemacht haben, der Druck ist so beschissen von dieser Power Wrestling Zeitschrift. Selbst vorne das Cover von der Zeitschrift, das ist so verpixelt, das sieht so unterirdisch aus. Dann haben sie Poster drin, die sind genauso dünn wie die Seiten von der Zeitschrift, pures dünnes Papier und auch der Druck komplett verpixelt. Hier hast du wenigstens so richtiges wie so Fotopapier, so ein bisschen dickwandiges, es rollt sich halt jetzt die ganze Zeit. Und die Qualität ist auf jeden Fall gestochen scharf, also von den Postern hier eine ganz andere Welt. Und trotzdem müssen wir noch schnell das T-Shirt aufmachen und ich muss mir merken, dass ich dieses T-Shirt beim nächsten Mal dann wieder anziehe. Wir haben nämlich ein schwarzes T-Shirt. Und es ist, ich kann es leider nicht erkennen, ich muss mal hier gucken, da steht nämlich drauf, Attitude Error. Das ist ja genial. Ein T-Shirt von der Attitude Error 1997 bis 2002. Hier seht ihr Mr. Socko von Mankind. Hier oben haben wir Stone Cold Steve Austin im Prinzip. Mit einer Dose Bier, die aufgeht. Ihr habt die Goldmedaillen von Kurt Angle. Wir haben hier drüben den Lowrider von Eddie Guerrero. Hier steht nochmal WrestleCrate drauf. Also Eddie Guerrero, Lowrider, Mamacita, Latino Heat. Wir haben hier RIP, die Urne. Die Urne mit der Hand. Sehr genial. Lauter kleine Bilder. Also das ist, glaube ich, wirklich eins der coolsten und besten T-Shirts, die bisher hier drinne waren. Ich habe jetzt schon gesagt, weil ich muss ja umziehen, ich muss Klamotten aussortieren, ich werfe alles weg, ich gebe alles ab, ich spende alles an Klamotten, alles kommt weg. Ich hebe mir einfach nur noch die WrestleCrate UK T-Shirts auf und kriege jeden Monat dann ein neues. Genial. Die Mama ist noch da, weil heute ist Montag, als ich das auspacke. Das muss ich ihr jetzt gleich mal zeigen. Bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Ansonsten, bisschen traurig, dass die Puppe kaputt ist, aber mit der Puppe mache ich eh nichts. Diesmal auch keine DVD drin, aber wie gesagt, ich mache das Ganze hauptsächlich wegen dem T-Shirt. Und das war heute ein voller Treffer. Die ganzen Autogrammkarten, die ganzen Poster, sonst was, kann ich sogar ja mal sammeln und irgendwann mal ein großes Wrestling-Gewinnspiel machen. Die Sachen, die ich nicht brauche, die ich nicht benutze. Ich habe eh keinen Platz, mir das alles aufzuhängen. Vielleicht kann man dann von euch jemand mal eine Freude machen oder mal so verschenken. Was war euer Highlight in dieser Box? Seid ihr Wrestling-Fans? Wer war da? Ach so, warte mal, ich habe die Karte weggeschmissen einfach. Ich muss immer nur nachlesen. Was hier nämlich drin war, also ein Booker T Exclusive Autogramm, ein Attitude Era Exclusive T-Shirt, eine Effie Exclusive Autogrammkarte, Asuka Poster, ein Monat von Devi on Demand und in der großen Box gäbe es noch Big Gold Belt Puzzle, also ein großes goldenes Gürtel Puzzle, Wrestling Tarot Card Pin 2, also Tarotkarten, ne? Und Rob Van Dam WrestleCrate Buddy. Moment, der ist ja hier auch drin. Hab's nur falsch gelesen. Also diesmal sind es nur... Ich blick's nicht durch. Was hab ich denn da? Ich dachte, ich bin die weiße Box. Aber irgendwie ist alles an der weißen Box dran. Und an der goldenen Box ist auch alles dran. Und nur in der roten Box fehlt was. Dann habe ich die rote Box... Kann aber auch nicht sein, weil in der roten Box ist nicht die Rob Van Dam Puppe, aber die war ja bei mir drin.
Gut, ich weiß nicht, die bringen mich durcheinander, ist egal. Dann habe ich einfach die Puppe gekriegt, obwohl die mir gar nicht zusteht. Deswegen ist sie auch kaputt. Weil sie gedacht haben, die dürfen wir eben nicht mitgeben. Wir haben aber einen übrig, dann machen wir sie lieber kaputt und schicken sie mit. Dann ist das, als hätten wir keine mitgeschickt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Four out. Hoher Ramses.